Schwarzkohl ist für mich eins der Lieblingsgemüse, die ich jetzt inzwischen hier entdeckt habe. Und es ist echt schade, dass er so in Vergessenheit geraten ist. Der dürfte viel öfter bei uns auf der Speisekarte stehen und könnte mehr Einzug wieder halten in unseren Gärten und in unseren Küchen. Ulrike Aas aus Bamberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Gemüsesorten wie den Schwarzkohl vor dem Vergessen zu bewahren. Dieser hier ist klein, aber fein. Also bei uns ist ja alles immer auf Biobasis, insofern das ist immer ein bisschen kleiner. Die Gärtner sagen schon manchmal zu uns, ihr mit euren Bonsai-Köpfen. Aber es ist ganz lieb eigentlich. Da können wir schon ein bisschen was ernten. An zwei Orten in der Stadt ziehen Ulrike Aas und ihre Mitstreiterinnen Gemüse und Salat. Bamberger Sortengarten Grünes Erbe Bamberg heißt ihr Verein. Was sie ernten, bereiten sie gemeinsam zu. In der Kochwerkstatt, zu der sie sich regelmäßig in der Mitarbeiterküche einer Elektrofirma treffen. Heute soll der Schwarzkohl im Mittelpunkt stehen. Saskia Dellbrücke macht ihn gerade küchenfertig. Den Schwarzkohl bereiten wir ein bisschen vor wie einen Grünkohl. Aber der ist ja viel feiner wie der Grünkohl. Das heißt, wir versuchen es vorher nicht zu blanchieren, sondern schneiden ihn in kleine Streifen und machen ihn dann gleich im Wok. Auf dem Programm stehen Penne mit Schwarzkohl und getrockneten Tomaten. Außerdem wollen sie eine Quiche mit Schwarzkohl und Haselnüssen ausprobieren. Beide Gerichte kochen sie heute zum ersten Mal. Ja, es gibt ja immer wieder Quiche mit allen möglichen Kohl. Was wir öfter machen, ist Wirsing-Quiche. Und ob jetzt Wirsing oder Schwarzkohl, haben wir uns gedacht, könnte auch so funktionieren. Mit Schwarzkohl haben sie in der Kochwerkstatt bislang kaum gekocht. Ulrike Aas muss sich erst mal ein bisschen rantasten. Ob man die Strünke wohl auch verwenden kann? Also wir machen sie weg. Ich habe es selber noch nicht probiert. Kann man machen. Beim nächsten Mal extra in der Pfanne anbraten, in Olivenöl mit Knoblauch. Kann man mal testen. Neben Kohl und Nüssen bestehen die Quiches ganz klassisch aus Mürbteig, Sahne, Eiern, Schmand und Bergkäse. Bei 180 Grad kommen sie für eine gute halbe Stunde in den Ofen. So, ich hoffe, die passen da beide rein. Ja. Ach, der Schotten macht die zweite unten rein. Der Bamberger Sortengarten liegt mitten im historischen Gärtnerviertel. 2012 wurde er als Projekt der Stadt anlässlich der Landesgartenschau angelegt. Ulrike Aas hatte dafür extra einen Teil ihres privaten Gartens zur Verfügung gestellt. Seitdem kultiviert sie dort, gleich hinter ihrem Haus, das schönste Gemüse. Bei uns geht es eigentlich darum, von diesen alten Gemüsesorten Samen herzustellen. Und ich habe die ganzen Kohlsorten, sind eben zweijährige Gemüsesorten, das heißt, die pflanze ich in einem Jahr an und der Normalgärtner erntet sie halt im Herbst und isst sie auf. Und wir müssen schauen, dass wir sie stehen lassen und dann über den Winter bringen. Und dann kommen sie im zweiten Jahr zur Blüte. Und daraus gibt sich dann das Saatgut. Hier zum Beispiel, das ist eigentlich ein Rettich gewesen. Und den haben wir stehen gelassen, der blüht jetzt hier. So sehen die Rettichsamen aus und dann muss man die trocknen lassen und dann muss man sich in mühevoller Kleinarbeit hier die Samen rausholen. Die müssen dann getrocknet werden, in den Gefrierschrank gestellt werden, damit keine irgendwelche Schädlinge mehr dran sind. Dann sind sie 6 Wochen in der Gefriertruhe und dann werden sie in einem Kühlschrank aufbewahrt. Das ist unser Ziel, hier Saatgut zu erzeugen. Die lange verschollene Bamberger birnförmige Zwiebel ist im Sortengarten ebenso daheim wie feurige Paprikaschoten, deren Kerne heuer eine Menge Saatgut liefern. Rund 30 alte Gemüse- und Salatsorten wachsen hier. In einer Vielfalt, die früher ganz normal war. Diese Gärtnerkultur ist schon immer auf diesen hinter den Häusern gelegenen langen Flächen.
da ist angebaut worden. Es gab früher über 100 Gärtner hier oder noch viel mehr. Alles im Kleinen. Und die haben halt viele ihre eigenen Haussorten, nennen wir das. Wie hier zum Beispiel dieser Rettich. Und diese alten Haussorten, die müssen wir versuchen zu erhalten. Und da gibt es halt in Bamberg so viele. Und das ist toll und das muss man einfach weiter betreiben. Und mittendrin der Schwarzkohl. Mit seinen vielen gesunden Vitaminen ging er problemlos als trendiges Superfood durch. Bloß kennt ihn fast keiner mehr. Kriegen tut man ihn sehr schwer. Also ich denke, er wird von sehr wenigen nur angebaut. Wir hoffen jetzt einen kleinen Beitrag da mit unserem Saatgut vielleicht dazu zu liefern, dass er wieder mehr in den Hausgärten auch angebaut wird. Denn es ist ein Gemüse, das bei uns total gut wächst. Also das verträgt die klimatischen Verhältnisse perfekt. Saatgut herstellen und gleichzeitig auch etwas ernten, das schließt sich hier nicht aus. Saskia Delbrücke weiß, worauf sie zu achten hat. Man sollte auf jeden Fall oben immer ein Stückchen stehen lassen. Ich würde sagen, so viel. Unten abernten, aber dann kann die Pflanze oben weiter wachsen. Das ist eigentlich auch eine tolle Sache, was man da machen kann, dass man immer nur die Blätter erntet. Man muss nicht gleich sagen, ich muss den ganzen Krautskopf jetzt rausmachen, sondern ich ernte so viele Blätter, wie ich sie brauche, wenn ich heute Abend mir einen Schwarzkohl machen will. Das finde ich eine tolle Sache. Warum der Schwarzkohl auch Palmkohl heißt, wird spätestens jetzt klar. Für das Pasta-Gericht kombinieren ihn die Hobbyköchinnen mit Zwiebeln, Knoblauch und eingelegten Tomaten. Das sind übrigens tatsächlich eingelegte Tomaten aus dem Sortengarten. Machen wir erst seit 2 Jahren, dass wir Tomaten haben im Sortengarten. Und dieses Jahr so viele, dass tatsächlich ein paar eingelegt wurden. Seine Ursprünge hat der Schwarzkohl in Italien. Schon die Römer haben ihn angebaut. Anders als bei uns ist er in der Toskana bis heute sehr beliebt. Tatsächlich ist unsere Sorte, die wir hier haben, der heißt Nero di Toscana und kommt tatsächlich aus der Toskana, ja, aus Italien. Aber der ist bereits die 2. oder 3. Generation, die in Bamberg wächst. Insofern ist es eigentlich schon fast ein Bamberger, würde ich sagen. Der ist hier geboren. Was im Sortengarten über den Winter nicht stehen bleiben muss, wandert in die Töpfe. Neben dem Schwarzkohl gibt's heute auch Bamberger Spitzwirsing mit Speck und Sahne. Das ist einfach eine tolle Gruppe, die sich da inzwischen gefunden hat. Wir genießen das, ist total schön. Wir haben so eine Vielfalt direkt vor der Hütte, das ist einfach toll. Probier du noch mal. Ein guter Schuss fränkischer Silvaner rundet das Schwarzkohlgemüse für die Pasta ab. Dann ist alles fertig. Gleich wird sich zeigen, ob die Kisch gelungen ist. Und das hängt vor allem vom Schwarzkohl ab. Anders als bei Kohlgemüsen üblich, haben sie den nämlich nicht blanchiert, sondern direkt roh in die Masse gegeben und mitgebacken. Die Kisch ist sehr gut. Tatsächlich, ich war mir unsicher, ob der Schwarzkohl nicht zu hart ist, wenn er bloß, wie lange war er drin, 20 Minuten, 30 Minuten im Ofen ist, aber ist perfekt. Und der Schwarzkohl, stimme ich der Saskia zu, muss echt nicht blanchiert werden. Der passt so genau. Und die Kombi mit den Haselnüssen finde ich ganz delikat. Jetzt wird es mediterran. Penne mit Schwarzkohl und eingelegten Tomaten. Geröstete Pinienkerne und Feta-Käse machen das Ganze komplett. Sensationell. Er schmeckt ähnlich wie Spinat, ne? Wie Blattspinat, aber viel knackiger. Mhm. Als Pasta finde ich es besser, weil man es da mehr rausschmecken kann. Noch. Mhm. Den Eigengeschmack von dem Kohl. Es ist schön, alte Sorten zu vermehren. Sie zu verzehren, erst recht. Ich wechsle natürlich.